Hier ist Ronja und wir spielen heute eine Ausbruch-Map. Und zwar Ausbruch aus dem lila Gefängnis. Wir haben bei Flo schon ein Schleimgefängnis gehabt, glaube ich. Naja, das stimmt gar nicht. Also, das ist ja ein grünes Gefängnis. Es obviously. Es war ein Schleimgefängnis. Ne, ich meine das Ach so, hier. Achso, das hier. Was? Ich bin so verwirrt. Okay. Wir haben das Resource Pack, das heißt, wir müssen nicht den Knopf drücken. Genau, wir spielen das lila Gefängnis. Wir haben uns bei Flo ganz schön angestellt, aus dem Schleimgefängnis auszubrechen. Bin ich ganz ehrlich, es lief nicht so gut. Wir sind keine Gefängnisausbruch-Profi. Lol, was? Hörst du das? Ja. Alles klar, go, go. Also wir sind hier aufgewacht in unserer Gefängniszelle im Bett. Warte, was ist das da oben? Was denn? Warte, was haben wir nur getan? Was ist denn? Warum sind wir im Gefängnis? Ich weiß nicht. Aber ich muss sagen, es ist ein schönes Gefängnis eigentlich. Siehst du hier schon? Es sieht voll cool aus. Hast du hier schon irgendwo was gespottet? Ich komme da nicht, also ich kann da nichts mit machen. Ich kann da nicht mit interagieren. Und du? Schau mal hier bei den unter den Teppichen. Siehst du das? Oh ja, ja, warte. Da ist eine lila Spitzhacke. Die lila Spitzhacke kann eine Cobblestone-Wand durchbrechen. Mensch, wenn. Oh, wir haben hier eine Cobblestone-Wand, was für ein Zufall. Ist das da oben eine Cobblestone-Wand? Ja, ich glaube schon. Also, sieht irgendwie aus wie so... Oh ja, okay. Ich habe jetzt die Cobblestone-Wand durchbrochen. Komm da aber trotzdem nicht hin. Kommst du da rein? Oh, warte. Ja! Was? Oh, okay. Nice. Genau so war das geplant. Hier sind lila Türen. Es ist ja auch das lila Gefängnis. Wir brechen aus dem lila Gefängnis aus. In der Kiste drin ist ein Smiley. Schau mal. Ich seh's. Okay. Hier, nimm mal raus hier. Warte, ist in der Kiste was? Ja. Ich komm nicht ran. Wirklich nicht? Nein. Komm, du musst hier ein bisschen zurückgehen. Das hier ist so. Nicht. Oh, nee, das bist du gewesen. Ja, schau mal. Oh, okay. Ein Bogen. Du kannst dich durch das Dings durchklicken, durch den Eisen. Und vier Pfeile. Ich mach das gerade äußerst geschickt, weil ich alles rausnehme, ohne Shift zu drücken. Wow. Minecraft Profi. Hier, hier. Alles klar. Ich bin Gefängnisausbruch. Oh, dahinter ist, glaube ich, noch eine Kiste. Okay, ein Button. Ich habe einen Knopf gefunden. Okay, gut. Kann auf Obsidian platziert werden. Okay, dann bist du der Meister des Knopfes, okay? Schau mal, ist hier noch irgendwo was? Nee, gell? Ich überlege gerade, hier ist nirgendwo was man mit der Spitzhacke abbauen kann. Warum sind wir eigentlich nur hier als Einzige drin hier im Purple Gefängnis? Ich weiß es nicht. Irgendwie haben wir scheinbar was richtig Schlimmes angestellt, so im lila Gefängnis. Okay, okay, okay. Ich meine, da kriegt man ja... Du kannst einfach durch die Türen gehen. Ja, ich habe gerade hier Dings den Button gemacht. Den Knopf. Oh. Ja, habe ich gesehen. Okay, ich glaube, hier muss man schießen. Kann das sein? Und ja, ich habe einen Bogen. Pass mal auf. Ich schieße jetzt auf diesen Knopf. Oh, sogar erfolgreich. Ich glaube, hier hinten war noch was, oder? Wo denn? Ich glaube nicht, oder? Zellen? Da haben wir doch geguckt, oder? Die anderen Zellen waren doch eigentlich nichts. Hey, es sind sogar lila Lichter am Berg. Hier waren noch nur die Kisten, oder? Ja. Also die eine Kiste mit dem Smiley. Okay, ja, lass uns die Treppe hoch. Oha, oh, warte, mein Inventar ist wieder leer. Oh nein. Wirklich? Ja. Ja, meinst du auch? Okay. Das sind viele Treppen. Eine lila Treppe im lila. Das ist ganz schön lila, ha? Warte, wie lange geht denn das noch? Das ist ja endlos. Vanja? Ja. Würde ich gerade runterschubsen. Ja, danke. Ja. Sowas nennt man. Oh nein. Oh. Bist du gefallen? Nee, okay. Hier ist Teppich. Oh, warte, ist das ein Jump'n'Run? Oh, nein, Mann, das sieht aus wie ein Jump'n'Run. Okay, erster Block, erfolgreich. Ey, pass auf, hier ist so... Zweiter Block, so, nicht erfolgreich. Hier ist so ein komischer Block. Okay, warum gehen wir denn nicht auf... Was ist denn mit dem Block? Was hat der denn hier... Der gibt uns bestimmt einen Knopf, wenn wir da drauf hüpfen. Pass mal auf, das kann nicht so schwer sein. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich runterfalle oder du runterfällst, weil im Gegensatz... zu anderen Maps. Schau, du musst in einem durch das machen, so wenig loslassen. Dann geht's, glaube ich. Oh. Ja. Ist das so? Warte, ja, komm schon. Kriegst du es hin? Nein, ich komme nicht mehr auf den ersten Block. Auf Doppel-V oder auf einer anderen Taste? Ich habe auf einer anderen Taste sprinten. Okay, dann einfach immer gedrückt lassen. Ich bin dran, aber ich falle. So spät wie möglich abspringen. Ich bin so schlecht in Jump'n'Runs, vor allem in Minecraft. Minecraft ist so ein. Oh nein. Okay, warte mal. Okay. Steh ich ganz in die Ecke? Ich bin in der Ecke. Durchmachen. Das geht nicht. Bei dir sieht so leicht aus. Oh mein Gott, was passiert? Ich klebe jetzt an der Decke. Okay. Hä? Herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, du musst auch auf die Decke kleben. Aber was passiert? Okay, warte, hier drin steht jemand. Wirklich? Okay. Ja, warte. Ich glaube nicht. Wirklich? Ich glaube nämlich nicht an mich. Okay, pass mal auf. Mach's in einem durch. Ich mach's nicht in einem durch. Ich mach's in kleinen Schritten. Den zweiten Sprung kannst du nur schaffen, wenn du es in einem durchmachst. Oh, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich schaff den ersten Sprung aber nicht, wenn ich es in einem durchmache. Nein! Hast du's? Scheinbar. Ja, das war die Magie. Ah, ich meine natürlich, das war die Map. Ich glaube, jetzt müssen wir durch, oder? Okay. Labyrinth? Labyrinth. Hier sieht's nicht aus, als ob hier irgendwas wäre. Hier ist nix. Ich sag, ab geht's nach hier. Ich würde behaupten, ich habe eine Sackgasse gefunden. Oh, du musst hier ganz zurück und dann nach ganz vor. Warte, was? Ganz zurück musst du. Ganz zurück und dann nach hier. Ja. Ich komme. Und jetzt? Oh, easy. Kleben wir jetzt noch? Nee, jetzt geben wir nicht mehr. Ich glaube, wir brechen aus, kann das sein? Ich glaube auch. Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Was war das für ein Geräusch? Pass auf, hier ist Boden eingebrochen. Oh nein. Ist dir jetzt gefallen? Ach, kommst du hier drüber? Schau mal, geht das oder ist hier unsichtbare Blöcke? Nein, man fällt hier automatisch runter. Okay, dann pass mal auf. Okay, wir haben hier einen Haufen Öfen. Die Kiste kommen wir nicht rein. Wir finden jetzt einen Schlüssel. Ich habe halt auch kein Equipment mehr. Du brauchst einen Schlüssel. Nee, wir müssen einen Schlüssel suchen. Hast du einen im Ofen? In welchem? Ja. Oh, warte, hier. Key. Wir nehmen den Schlüssel. Wir gehen zur Kiste. Wir öffnen die Kiste und wir finden eine andere. Okay, die kann wieder Cobblestone zerbrechen. Die Spitzhacke. Oh, hier ist Cobblestone. Was für ein verrückter Zufall. Wer hätte denn damit gerechnet? Oh, das Knopf. Und ein Button. Oh, mein Gott. Okay. Und jetzt? Oha. Oh, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Das war direkt neben mir. Jetzt habe ich einen Haufen. Ich glaube, wir müssen das richtig anordnen. Lila Concrete. Oh, okay, einfach da drunter setzen, oder wie? Nee, hier. Achso. Quasi das Parallel nochmal das gleiche ist. Ja, spiegeln. Okay. Oh! Bam! Und durch geht's. Nee, ist geht's das nicht. Der Weg in die Freiheit? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen es nochmal machen. Nee, warte mal, haben wir es falsch? Nee. Ach, Leute. Oh, warte, da ist der Knopf. Hier ist ein Knopf. Nee, das war ja zum Bestätigen. Oh. Warte mal. Ich glaube, wir müssen es wirklich nochmal machen. Sicher? Oder? Nee, wir haben doch gar nicht genug Blöcke, oder? Um es nochmal zu machen. Hast du Blöcke? Ich habe ein paar noch. Ja, vielleicht wirklich. Ich glaube nicht. Okay, warte mal. Kannst du über die Tür springen? Irgendwas? Ich hab keinen Schalter. Alles, was ich habe, ist lila Wolle. Okay, ich schau in den Öfen. Öfen. Hast du eine Spitzhacke? Nee, die wurden mir ja weggenommen. Fall für Detective Pikachu. Nee, keine Ahnung. Hast du den Film? Wie kriegen wir das? Ja, das kommt. Ist der schon draußen? Nee, ist der noch nicht draußen. Aber er kommt bald. Also wir wollen durch diese Tür. Das ist schon mal klar. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Da geht's nämlich weiter. Seht ihr das? Da, bam. Da geht's weiter. Aber da komme ich nicht hin. Muss es doch irgendwas geben. Warte mal. Ist locker irgendwo ein... Warte, durch die Wand? Schau mal über dir. Oh, da ist ein Knopf. Oh, okay. Richtige Schummler hier. Okay, wir sind weit. Oh, Achtung, vorsichtig, nicht runterfallen. Ich glaube, wir müssen hier. Oh, es ist Dropper. Weißt du, was Dropper ist? Ja. Du musst hier. Ich hab's! Ich weiß, was Dropper ist und ich mag's nicht. Du musst später abspringen und immer Sprint gedrückt lassen. Ich weiß. Oh, Ronny, fast es geschafft. Komm schon. Go, Ronny. Oh, schade. Ich bin spitze im Wasser gelandet, aber nur meine Leiche. Komm, Ronja, ich glaube an dich. Das war wohl nix. Aber vielleicht dieses Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Mal was wird. Weißt du, es hilft überhaupt nicht. Was? Ich bin zwischen gelandet. Ich weiß nicht wie. Ich glaube, das ist ein bisschen geglitscht, aber ich nehm's. Und jetzt ist legal. Das ist legal. Okay. Wir sind jetzt hier wieder eingefangen in. Ich glaube, hier muss ein Knopf drauf. Aber hier ist kein Knopf. Au! Oh. Ja, schau mal. Ich habe einen Knopf gefunden. Das ist ein lila Redstone-Block. Ey, warum ist alles gefärbt? Block of Redstone can be placed on Obsidian. Oh, Ronny, das ist Obsidian. Das sieht für mich aus wie Obsidian. Oh, da geht auch gleich das Tor auf. Mensch. Wir sind richtige Detektive. Ey, schau mal hier. Ach, guck mal, hier ist wieder Obsidian. Als ob wir jetzt vielleicht nochmal einen Block finden würden. Oh, hier ist eine Schere, die TNT abbauen kann. Oh, was ein Zufall. Was? Nein, Flo. Erzähl doch nichts. Ey, aber ich komme nicht mehr ran.
Wo ist ein TNT hier? TNT ist versteckt. Warte, hier. Hier, da oben an der Wand. Siehst du das? Oh. Oh, okay. TNT. Kann auch auf Psyche platziert werden. Was? Nein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, Mensch. Dann lass uns doch mal in diese Kiste gucken und eine Leiter rausholen. Was? Was? Wo kann die platziert werden? Lass mich mal nachgucken. Die Leiter kann auf Cobblestone platziert werden. Was? Ey, was haben wir für ein Glück? Hier ist Cobblestone an der Wand. Warte, oh, ich wollte gerade sagen, ich komme hier nicht mehr raus. Ey, was für ein Glück wir haben heute. Wir haben aber auch Glück heute. Das gibt's hier gar nicht. Oh, guck mal hier. Hier ist noch ein Cobblestone. Es ist halt, es müssten wir die letzte Leiter hier platzieren. Könnte das sein? Was ein Zufall. Oh, warte mal. Was? Ich weiß hier irgendwo einen Knopf wieder, warte mal. Okay, wir suchen den Knopf. Oh, warte. Hier hinten ist eine Kiste. Da war die Schere drin. Oh, das ist lustig. Du. Oh, hier ist gar nichts. Warte mal, wir brauchen irgendwo den Knopf. Hier ist doch bestimmt irgendwo der Knopf. Das gibt's doch nicht. Der ist auch locker bestimmt wieder irgendwo hier. Der ist auch wieder so blöd da dran versteckt. Safe ist der da. Ich habe übrigens auch noch eine Wolle. Wirklich? Wollte ich sagen. Ja, die wurde nicht gelöscht. Ich glaube, es ist vorhin. Ja, aber die kann ich nirgendwo platzieren. Wo ist hier ein Bouton? Oh! Ronja, ich sehe es. Hinter der Kiste ist noch eine Kiste. Wo? Geh mal rüber, da. Siehst du das? Ich sehe das. Alles klar, ich bin auf dem Weg. Detektiv Ronja. Ja, oh Gott, jetzt habe ich die blöde Leiter da schon platziert. Die hat mich richtig aufgehalten. Ey, Leute, wisst ihr, was witzig ist? Ich habe mir vorher, bevor ich die Map gespielt habe... Flo, rate mal, was in der Kiste ist. Was? Ist das ein Knopf? Wirklich? Ja. Und die kann man zufällig auf pinken Concrete platzieren. Hier, wo? Außen. Oh, ja, ich habe nicht gelesen, aber wahrscheinlich steht es dabei. Dankeschön. Oh nein, Ronja, ist da. Was? Okay. Kommst du durch? Haben wir es? Oh. Ich glaube, warte mal, wir kommen jetzt auf jeden Fall durch diesen kleinen Gang hier. Spielzeit 10 Minuten. Was? Bei der Map stand Spielzeit 10 Minuten. Da steht immer Spielzeit 10 Minuten. Wir sind einfach nur so schlecht im Ausbrechen. Okay, guck mal, hier sind. Nimm du die. Barren. Wo sind. Über dir. Hab sie. Weißt du, was die abbauen kann? Oh mein Gott, etwa Eisengitter? Ja. Ja, ist ein Eisengitter. Wow. Ich weiß. Ey, es geht immer noch weiter, warte mal. Ich komme hier einfach auf diese Stufe nicht. Ich schalte an den Mechanics von Minecraft. Wieso? Hier muss locker irgendwo. Warum komme ich da nicht drauf? Ronja? Hallo? Ich habe hier noch eigene Probleme. Dankeschön. Schau mal, hier muss irgendwo. Oh, warte, hier ist eine Kiste. Ist wir sind weiter ausgebrochen. Ich habe einen Ziegelstein. Ich habe noch einen Ziegelstein. Auch Ziegelsteine, aber lila. Ich habe auch lila. Drei. Hier ist noch einer. Oh, warte, hier ist eine Kiste versteckt. Da ist nichts drin. Warte, guck mal. Müssen wir die etwa auf Cobblestone platzieren? Ich weiß nicht, Flo. Müssen wir? Hast du? Ich glaube, wir müssen die auf Cobblestone platzieren, Ronja. Jetzt haben wir so eine Art Jump'n'Run gemacht. Könnte das sein? Wow, also da müssen wir da vielleicht rüberspringen? Was eine Sicherheitslücke. Oh Gott, ich komme da nicht rauf. Mann, nein, wirklich. Was hast du gesagt? Du bist gut im Parcours, Ronja. Nein, wann habe ich das denn gesagt? Okay, komm, ich guck jetzt zu. Bitte nicht. Hau! Oh mein Gott, Ronja, die Map! Die Map hat dich hier. Du hast oh mein Gott! Gemacht. Ja! Danke, Map! Sehr, sehr schön. Hättest du mich. Ronja. Ich wollte gerade sagen, hättest du mich nicht eine Stufe weiter porten können? Die Map hätte mich nicht eine Stufe weiter porten können? Ende hinten ist. Geh zurück. Hast du noch verkackt? Nee, fast. Oh, wir haben es geschafft! Wow! Wir sind aus dem lila Gefängnis ausgebrochen! Dass ich da schon mal leben darf. Das. Ich weiß auch nicht. Oh, warte, jetzt sind wir wieder drin. Oh, na toll. Nein! Ey, es müssen Leute mal ein Like da lassen. Wenn euch dieses wunderschöne Lied gefällt und euch die Folge auch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Und, ja, jetzt sind wir wieder eingesperrt. Wir brechen jetzt nochmal aus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!